Wenn es einmal läuft, dann geht alles. Dass er dann so reingeht, ist natürlich, das Video werde ich speichern. Die Speicherkapazität könnte bei dieser Saison an ihre Grenzen stoßen. Der Topscorer der dritten Liga. 19 Tore, 9 Vorlagen. Ich bin Mittelfeldspieler, ich bin kein Stürmer. Ich glaube, Stürmer muss man immer an Toren messen. Wenn ich den letzten Pass spiele, ist es für mich genauso wertvoll. Ich hätte vielleicht gerne auch 2 Tore weniger und 2 Vorlagen mehr. Eine Aussage, die zeigt, wie mannschaftsdienlich und demütig Arslan ist. Er ist die absolute Lebensversicherung. Und der Unterschiedsspieler mit 29 Jahren in der Form seines Lebens und der konstanteste Dresdner in dieser Saison. Unabhängig von den Toren und von den Assists, die er für uns geleistet hat, muss man auch sagen, dass er sich fußballerisch weiterentwickelt hat, dass er auch Verantwortung auf dem Feld übernimmt, dass er die Mannschaft mitführt. Er ist auch in der Altersstruktur, wo er das jetzt auch machen muss. Ein Schlitzohr, nicht nur vor dem Tor. Am Wochenende gegen Rot-Weiß Essen provoziert Arslan mit diesem Fußtritt den Platzverweis von Björn Rother. Für die einen ist das unfair, für die anderen abgezockt. Sowas passiert öfter, natürlich sieht das blöd aus, aber ja, ich habe das da so gemacht und war natürlich auch eine spielentscheidende Szene. Es ist jetzt, ich bin ihm leicht auf den Fuß gedappt, mich dann so zu treten. Ich wusste es aber, das ist halt so ein Spieler, der da genau nachtritt. Da habe ich das auch schon ein bisschen clever gemacht. Ausgeliehen von Holstein Kiel, doch Dynamo soll eine ligaunabhängige Kaufoption und ein Vorkaufsrecht besitzen. Doch ob Arslan tatsächlich in Dresden bleibt, ist noch offen. Da sind natürlich noch Dinge, die geklärt werden müssen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es für mich nächste Saison klar bei Dynamo weitergeht. Aber ich sage auch nicht, dass ich keinen Bock auf Dynamo habe. Ich glaube, das sieht man, dass ich Bock drauf habe. Das sieht man nicht nur. Das hört man auch. Der Verein an sich, Dynamo Dresden, egal in welcher Liga sie spielt, was für eine Strahlkraft sie hat, ich glaube, so muss sich Champions League anfühlen. Ich weiß es nicht, werde es wahrscheinlich auch nie erfahren, aber so muss sich das anfühlen und das ist einfach geil. Und da ist ja egal, ob dann dritte oder zweite Liga davor steht. Das Gefühl wie Königsklasse. Er wäre im Sommer Dresdens Königstransfer. Bis dahin braucht Dynamo für den Traum vom Wiederaufstieg diesen Ahmet Arslan in diesem derzeitigen Lauf. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.